Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Thompson. Servus. Und das Chaos. Hallo. So, wir hatten alle so ein paar Internetprobleme, jeder für sich. Hat mal irgendwie den Server verlassen. Ich habe angefangen mit dem Reigen und dann haben die beiden anderen nachgezogen einmal. War schon ganz interessant, immer wieder lustig. Ich habe den Server nicht verlassen, ich hatte nur einen Peak. Nur, das nur, ja, dich haben sie nur gepiekst. So, wir sind hier in unserer Welt, wo wir die Rakete fliegen sehen wollen. Irgendwann soll das doch wirklich mal klappen. Haben schon einiges ausgebaut. Der Thompson weiß jetzt noch nichts davon, dass wir seine Steinabbaugeschichte dort unten etwas, sagen wir mal, optimiert haben. Genau. Okay. Und dass wir die Kohle angeschlossen haben. Ne? Das ist auch neu, das weiß er auch noch nicht, ne? Okay. Ja, glaub. Also er ist gerade beim Bahnhof. Ah ja. Zug, Stein und Kohle kommen noch an. Alles klar. Gut, ihr wisst schon, was ihr machen wollt, ne? Ja. Ich weiß es nicht, aber das ist ja. Ja, genau. Aber das ist ja normal, dass ich nicht weiß, was ich machen will, deswegen vorher daher. Ist das alles gut soweit? So, hier haben wir ein bisschen Betonproduktion eingerichtet. Damit ich dann hier oben ein bisschen was ausbauen kann. Damit das denn schicki aussieht. Wenn denn hier mal die Kohle endlich weg transportiert und wegproduziert ist. Ich fahre mit dem Zug mit. Ja, mach das mal. Dreh ruhig eine Runde, guck dir alles an. Vielleicht entdeckst du ja was Neues. Wenn ich drin sitze? Ja, da. Achso, ich gehe am Zug drauf und schau, ob er die Automatik noch drin hat. Die deaktiviert sich, glaube ich. Aber du kannst dich in den Waggon setzen. Ah, dann fahr selber, automatisch. Okay. Ja. Eine Automatik hat der? Ja. Das ist ja interessant. Dass der eine Automatik hat, das wusste ich gar nicht. Siehst du wohl. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. So. Ganz schön flott unterwegs hier. Möchten wir wissen, was er tut? Fahren. Naja. Ja gut, solange du nicht mit der Deutschen Bahn fährst, kommst du ja wahrscheinlich auch am Ziel an. Was denn? Es ist ja gerade der Chaos Computer Kongress. Chaos Computer Club Kongress. Ah ja, die haben irgendwas gemacht, ne? Die haben irgendwas rausgefunden. Und da gibt es so einen Typ, der Datenanalyst ist. Und der hat halt die Daten der Deutschen Bahn analysiert. Wegen der Verspätung und so weiter. Okay. Und es ist rausgekommen, ja, die Daten, die sie online angeben, stimmen, wenn man nach ihrer Definition geht. Ja, aber so. Die Definition ist ja das Interessante an der Sache. Ja, wenn Züge länger als, wenn Züge später als 6 Minuten ankommen, dann sind sie verspätet. Okay. Wenn Züge ausfallen, zählen sie als nicht verspätet. Aha. Aber ist ausgefallen. Nein, die gehen dann quasi nicht in die Statistik. Und das ist der Clou an der ganzen Sache. Also die Statistiken, die sie veröffentlichen nach ihrer Definition, passt das alles? Aber das ist immer eine Definitionssache. Ja, genau. Also trau nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Genau. Könnte es eigentlich bei den Zügen hier vorkommen, dass die crashen? Oder merkt der, dass ein anderer am Gleis ist? Schau die Signale an. Der merkt, dass da ein anderer am Gleis ist. Okay. Also ich habe da wurden extra Signale gebaut. Okay. So, dass da nichts crashen kann. Ja, Leuchtsignale sieht keiner mehr. Und Deutsche Bahn dürfte irrsinnig Probleme mit den ICEs haben. Weil die haben die höchste Ausfallquote. Vor allem im Sommer und im Winter. Im Sommer und im Winter. Ja, die haben ja Probleme, wenn, also sagen wir mal, die Deutsche Bahn funktioniert wunderbar, wenn so ziemlich einige Parameter gut funktionieren. Ne? Also
Einige müssen ganz gut funktionieren. Dazu zählt halt eben auch, dass Wetter zum Beispiel für die Deutsche Bahn was ganz Unvorhersehbares ist. Das ist irgendwas, das überrascht die jedes Mal wieder. Die sind jedes Mal wieder überrascht, wieso es denn mit mal im Winter der möglich sein kann, dass Schnee auf den Gleisen liegt. Das ist ja nicht möglich, sowas. Ja, wobei im Winter frieren halt oft auch die Weichenheizungen ein und ja, da kann man nicht viel machen. Und im Sommer gehen regelmäßig die Klimaanlagen von diesen wunderschönen Zügen kaputt. Also beziehungsweise ja. Funktionieren dann nicht. Also sind deswegen dürfen sie dann nicht fahren oder so. Ich weiß ja nicht, ob sie deswegen wirklich nicht fahren dürfen. Das Problem ist einfach, wenn du den Zug ohne Klimaanlage betreibst und dann sitzen da noch übermäßig viele Leute drinnen, dann kommt ja jeder um. Also wenn dann jetzt wieder so eine Geräte auf dem Gang sitzt. Ja, genau. Alles klar. Na, das ist natürlich auch nicht schön, wenn man auf dem Gang sitzen muss, ne? Da kann man natürlich auch sagen, das ist unschön. Also auch für die Greta. Oder für alle eigentlich. Ja. Na. Was soll ich bauen? Was sollst du bauen? Du könntest die... Das ist eine Frage. Ah, nein. Ich bin gerade noch am Craften von einer Roboterflugstation. Ah, du könntest die Kohle nach links ziehen. Hier unten. Nehmen einen Stein einfach. Die Kohle nach links ziehen, nehmen Stein einfach. Okay, gut. Muss ich jetzt eigentlich für... muss ich für ihn auch bauen, ne? So eine neue Rüstung und so? Ja. Kann ich schon die Rüstung machen? Was blinkt denn da bei dir eigentlich? Was hast denn du da nicht angeschlossen? Bei mir blinkt, da habe ich immer nicht gebaut. Was auf dem Bauplan steht wahrscheinlich. Irgendwie zwei Lampen oder irgendwas habe ich nie gebaut. Ah, nein, ja. Der Boden. Was? Ich glaube, der Boden ist dort nicht fertig, kann das sein? Ach so, ja, das kann auch sein hier. Dann. Ja. Ah, der liegt in einer anderen Ausrichtung da drinnen. Huch! Nur bin ich aufglitscht. So. Sollte wieder behoben sein. Sollte behoben sein, das Problem. Nice, nice. Ja, das ist die Fabrikation für Solarpanels. Wovon ich aber auch schon 150 wieder in der Tasche habe. Ich glaube, ich werde noch ein paar Solarpanels noch wieder aufstellen, damit wir ein bisschen mehr Energie haben dort an der Stelle. So, und dann werde ich hier unten drinnen mal die Öfen umsetzen, dass dann da bisschen Stahlproduktion und ähnliches noch passiert. Ja, irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ist immer gut, ne, wenn man so vergisslich ist. Die Förderbänder ausgehen. Das gibt's ja nicht. Was? Die Förderbänder ausgegangen. Einfach so? Die normalen. Ja. Das ist ja frech. Das ist ja mal richtig frech. So, mein Kater hat jetzt gerade den Karton gefunden, in dem sein ganzes Futter drin liegt. Und ist jetzt reingeklettert. Das Problem an der Sache ist, er hat keinen Daumen. Er kriegt die Dose nicht auf. Vielleicht sollte ich ihm ja mal einen Daumen schenken. Du würdest dich sicher freuen. Na, bestimmt. Da ist mein Vater ins Zimmer gekommen. Was? Hast du keine Socke über die Türklinke gehangen? Ja. Wo war das, wo der Vater so unverhofft ins Zimmer kam und dann alles durch die Gegend flog? American Pie oder so? Zwei? Wo sie da ins Zimmer von der Freundin gegangen sind. Also in das Wohnheimzimmer quasi. Ihr wohnt ja nicht, also in WGs oder sowas, ne? Das habt ihr euch ja, gibt euch ja nicht, ne? Nein. Macht das deine
Ablenkung? Ja, die macht das. Die macht das, ja? Mit ihrer besten Freundin. Oh. In einer WG wohnen oder einfach ins Zimmer kommen? In einer WG wohnen. Okay. Da reden wir später nochmal drüber. Eieieiei. So, gut, nee, da, das ist ja auch nicht schlecht dann. Also ich glaube, wenn man in einer WG wohnt, beziehungsweise das so mal alles mitmacht, glaube, da ist man dann, da lernt man auch vieles fürs Leben. Also zum Beispiel dann halt eben auch Menschenkenntnis so ein bisschen, weil man kann nur bloß vor den Kopf gucken, aber wenn du mit einmal zusammen gewohnt hast, der so bestimmte Macken hat oder sowas, es gibt durchaus Schubladendenken, da kann man dann durchaus Rückschlüsse ziehen, wie dieser Mensch oder wenn man sowas ähnliches nochmal sieht, dass ja, Menschen doch sehr, sehr gleiche Charakterzüge an den Tag legen, wenn sie dann, also die sich so, ne, also einer, der immer das und das macht, der macht wahrscheinlich auch das andere. Dann so, da kann man Rückschlüsse ziehen drauf. Oh, das andere. Ja, oder was anderes halt eben auch, was auch blöd ist. Nee, machst du, ach, das erzähl auch mir nicht. Glaube ich dir aber kein Stück, nicht. Mich meine ich nicht. So, wo kommt die Kohle hin? Die Kohle, da weiß ich doch nicht, wo die Kohle hinkommt. Einfach unten, hat der Jens gesagt, mehr hat er nicht gesagt. Was hab ich gesagt? Einfach unten. Seit wann hab ich hier was? Beim Stern. Seit wann hab ich hier was zu sagen? Was? Völlig neu. So. Als wenn hier jemals einer auf mich gehört hätte. Hier haben wir dann beim Netz leider eine Spurüberlappung, weil genau die Schienen im Weg sind. Wir haben dann eine Überlappung. Vom Drohnennetz. Das will ich aber gar nicht. Du machst da einen Tunnel hin. Wenn du mir zeigst, wie man für Schienen einen Tunnel baut. Ja, muss ich dir mal alles zeigen? Wie finde ich denn das? Was ich noch machen könnte, wäre die Schienen verlegen. Ah, was ist denn das jetzt? Was passiert denn da? Warum? Wo hast du denn jetzt? Was machst du denn da jetzt? Also wo müsste denn jetzt hier was verlegt werden bei dir? Genau auf die Schienen müsste es stehen. Und du willst da hinstellen, wo jetzt die Lücke da eine Kohle gemacht hast, ja? Ja. Nee, das ist sonst müsste ich die Schienen hierher verlegen. Na, du weißt ja, wie das geht. Ach, nee. Ja, macht's. Oha, da hat schon wieder einer Paketverluste. Da raucht's schon wieder auf der Leitung. Das war eindeutig zu hören. So. Da freut sich der Internetprovider über die lieben Nachrichten, die da wieder hingeschickt werden. Wenn sich die Leute wieder wie wild beschweren über ihre Qualität des Internets. Und dabei wird immer über die deutsche Qualität gemeckert, aber in Österreich scheint es nicht viel besser zu sein, hä? Bin ganz happy damit. Boah, ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Dafür haben wir, wenn es funktioniert, Geschwindigkeit. Naja, also. Genug, also das. Das ist ja nicht in Deutschland so gang und gäbe. Also, wo ich. Oh, also nicht normal. Was geht eigentlich? Man muss ja jetzt auch nicht immer, ne? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Will ich nicht beim Internet machen. Das hast du schon lang genug probiert. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Wo war denn das? Das ist das Dschungelbuch, ne? Ja, Dschungelbuch. Das Dschungelbuch. Ach, mit kleinen Mogli. Der verrückte Bengel, ja. Gibt schon Sachen, ne?
Ich kenne einen närrisch machen. So. Ich werd närrisch. Tor. Ich werd närrisch. Ja, das war auch ein Feiertag für euch, ne? Ja. Da reden die Fußballer heute noch von, glaube ich. So, gut, dann werden wir jetzt hier oben rein, oder was habe ich denn hier? Das ist die Fabrik für Fabriken, dann werden wir die mal hier oben reinsetzen. Fabrik für Fabriken machen wir hier, so, das ist das mit dem Leichtmaterial, müssen wir auch ein bisschen versetzen hier. Dann können wir mal diesen ganzen Schrapel hier abreißen. Ich meine, schöner, dass es gebaut hat, aber steht halt an der falschen Stelle. Kann man nicht ändern, ist halt wirklich so. Und jetzt habe ich das Inventar auch voll mit irgendwelchen Kokolores, den ich jetzt erstmal verteilen muss. So, dann verteilen wir doch mal ein bisschen Kokolores hier rein. Da passt das nämlich. Kokolores. So. Gut. Dann brauchen wir, na gut, die Fabrik machen wir dann hier wieder hin, ne? Da habe ich ja schon wieder die Tasche voll mit dem Zeug. Das ist ja furchterregend. Ich glaube, jetzt hat mir was in die Tasche gesteckt, was ich nicht haben wollte. Ah, hier ist eine Drohne. Aus damit. So. Ach, die Kiste ist ja noch voll. Das ist ja auch doof. Naja, muss ich mein Inventar nach und nach ausleihen. Was habe ich denn noch gebaut für dich, Chaos? Den tragbaren Fusionsreaktor, ne? Ja. Ah ja, da brauche ich noch 5 Prozessoren, dann kann ich den auch machen. Dann habe ich das nämlich für Thompson auch fertig. Sehr schön, ich bin begeistert. Dann kann ich Thompson damit auch ausrüsten. Einen tragbaren Fusionsreaktor hat er dann. Ui. Ist das nicht toll? Und nur hoffen, dass er in der Hose nicht explodiert. Seine was? Dass er in der Hose nicht explodiert. Wegen dem Fusionsreaktor? Ja, sonst wird's ungemütlich. Na, er muss doch bloß ab und zu kühlen. So, ah. Muss man keinen kühlen Kopf, sondern eine kühle Hose benutzen. Ja, ne? Hosenstall offen lassen. Na, kennen wir doch. Wahrscheinlich durch die Hose hat man. Oder so, ja. Dass das die Hose aushält. So, jo, dann haben wir das hier fertig. Dann machen wir hier jetzt das leichte Material, was wir hier denn schon mal reinstecken in die Kiste. So, das wird hier produziert und hier werden dann die Rohstoffe angefordert und zweiten hier gerne einen Stack oder zwei Stacks. Kann man den ja auch eigentlich mit den Drohnen anfordern oder könnt ihr das nicht machen? Was? Diesen Fusionsreaktor. Ne, den brauchst du nicht anfordern, den bringe ich dir. Okay. Aber ich meine, wird das gehen derzeit oder nicht? Achso, ich muss ja sowieso 50 davon haben. Nee, würde derzeit nicht gehen, weil ich habe den ja in meinem Inventar. Und die können mir nicht einfach sowas aus dem. Das dann produzieren oder wie funktioniert Nein, die das produzieren das nicht. Produzieren muss es eine Fabrik immer. Am Ende. Okay. Aber eben die Rohstoffe dafür könnten wir es eigentlich holen. Die Rohstoffe dafür, die kannst du ja liefern lassen, aber die habe ich ja quasi schon in der Hosentasche. Also mir fehlt jetzt noch ein Prozessor und dann habe ich alle Rohstoffe, um so einen tragbaren Fusionsreaktor zu machen, glaube ich. Ah, mir fehlen, glaube ich, noch. Und statt was gebe ich dir denn rein? Statt den Solarpanel? Ja, was du auch immer da rausnehmen willst oder sowas. Wie viel Platz? Er dauert noch eine Weile, ich bin noch nicht ganz so weit. Hier muss irgendeiner mit einem blauen Chip nochmal angeflogen kommen bei uns. Da kommt einer angeflogen. So. Zack. So, jetzt kann ich das Ding bauen hier. So. Halt mal still kurz. So, jetzt kannst du ein bisschen wieder rennen. So. Kampfanzug. So. Ja, den brauchst du, sonst passt das nicht rein. Also die modulare Rüstung dann weg, oder wie? Nee, die ersetzt du damit. Es
Ist das besser, der Kampfanzug, als die modulare Rüstung? Du hast mehr Inventarplätze, du hast mehr Schutz und du kannst mehr Einbauteile mit reinbringen. Gut, das ist ein guter Schluss von dieser Folge. Der Thompson ist jetzt auch equipped ein wenig. Wir haben diese Fabrik hier umziehen lassen. Wir haben hier noch ordentlich Bauplatz, den werden wir nutzen, um hier quasi Fabriken herstellen zu lassen, um Knickarmroboter herstellen zu lassen, damit dann nachher der automatische Bau der Fabrik einfach weitergehen kann. Wir werden hier noch eine Betonfabrikation hinsetzen. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir Eisenerz quasi hierher transportiert kriegen. Aber das wird sich sicherlich auch zeigen. Auf der Dauer mit der Lauer. Da sitzt eine kleine Wanze. Nee, das war was anderes. Egal. Ich wollte Tschüss sagen. Mache ich lieber auch, ehe ich mich noch komplett verplapper. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis denn. Auf Wiedersehen. Tschüss.